Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Betrüger verarschen ist geil. Moin Leute, heute habe ich mal wieder einen Anruf mitgebracht von der Firma MediaCon, die mir doch ein Zeitschrift-Abo wieder andrehen will. Ja, das gleiche Prinzip wieder, angeblich was gewonnen. Brauche ich ja nicht weiter erklären, kennt man, denke ich mal. Viel Spaß. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Arian Kjapa ist mein Name. Den Herr Leon, Herr, hätte ich gerne gesprochen. Ja, bitte. So, schön, dass ich Sie erreiche. So, es geht um die kostenlose Auslosung, an dem Sie teilgenommen haben bei Otto. Oh, okay. So, wobei Ihnen bereits 400 Euro Gutschein sicher ist. Sie sind unter den letzten 20 Finalisten. Da wir 20 Preise haben, bedeutet das für Sie, dass Sie zu 100% gewonnen haben. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. 20 Personen, dass ich nicht lache. Die rufen wahrscheinlich Hunderte an, also. Und ja, die Gutscheine sind eigentlich total wertlos, weil die meist irgendwie ab einer bestimmten Summe erst verwendbar sind. Ich glaube, irgendwie 1200 wurde mir mal gesagt, aber naja, ne? Bitteschön. So, einmal zum Abgleich. 14.03. ist Ihr Geburtsdatum und das Geburtsjahr müssen Sie bitte einmal bestätigen. 1998. So, super. So, die Platzierung für die Hauptpreise ist heute in 2 Monaten. Ich gehe ganz kurz die Preise mit Ihnen durch. Da Sie sich bei den ersten 3 Preisen für den Sachpreis oder dem Gegenwert entscheiden können. Für Platz 1 können Sie aussuchen zwischen VW Touareg oder dem Gegenwert von 82.000 Euro in bar. Wie viel ist das Auto wert? 82.000. 82.000 und das Geld ist auch 82.000. Ja, das ist der exakte Gegenwert. Ja, dann nimmt er jeder Geld, oder? Ein sehr gesunder Menschenverstand, oder? Ja, dann nehmen wir das Geld. Alles klar. Für Platz 4 ein Jaguar Electro Pace oder den Gegenwert von 40.000 Euro. Ja, das Geld. Das Geld. Für Platz 3, das ist eine Traumreise auf die Malediven oder den Gegenwert von 15.000 Euro. Die Reise ist 15.000 Euro wert? Malediven sind recht teuer. Was haben Sie sich denn gedacht? Also 15.000 Euro auf Malediven scheint mir ein bisschen zu hoch. Ich kenne mich zwar mit den Preisen nicht aus, aber für einen Urlaub 15.000 auf Malediven. Also ich weiß, ich habe das gerade gegoogelt und Google sagt mir 1.500. Mit Voll- und Halbpension und blablablub. Und wenn man ein Jahr bucht, dann kostet das 25.000 Euro, aber naja, ne? Das haben wir nicht im Kleid. Dann nehmen wir das Geld auf jeden Fall. Das Geld. Für Platz 4, das ist ein Bargeldgewinn, 2.500 Euro. 5 bis 10 sind Gutscheine in Höhe von 500 Euro. Ja, das Geld. Und 11 bis 20, das sind Gutscheine. So, und 11 bis 20 sind Gutscheine im Gesamtwert von 400 Euro Reise-, Energie- oder Bargeldgutschein. Das Geld. So, den Gesamtwert von 400 Euro Reise-, Energie- oder Bargeldgutschein, die stehen Ihnen sicher zu. Die Gutscheine sind in voller Höhe einlösbar, 2 Jahre gültig und übertragbar. Ach so. Sie bekommen in... Naja, was er uns verschweigt, ist, dass man die erst nach einer Mindestsumme einsetzen kann. Wie ich am Anfang gesagt habe, 1200. 10 bis 14 Tagen per Post, Begrüßungsunterlagen, bereits mit Ihren zugesagten Gewinnen im Gesamtwert von 400 Euro, ein Internet-Link mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, womit Sie auf der Webseite alles mitverfolgen können, wird auch hinterlegt sein. Dort können Sie nachprüfen, ob Ihr Name mit den Finalisten registriert ist und die Preise, die wir eben durchgegangen sind, sehen Sie natürlich auch noch einmal. Ja, haben super. Sie Fragen dazu? Ja, wann ist jetzt die Ziehung dann? Die Finalziehung ist heute in 2 Monaten, das ist der 4. Februar. Ah, okay. Was ein Zufall. Aber die... Warum ein Zufall? Ja, weil das genau in 2 Monaten ist, also genau heute 2 Monate. Ja, das ist ja auch Veranstaltung. Wow. Ja, genau. Und wo findet das statt? Kann man irgendwie live zu sehen oder kann man hinreisen oder so irgendwie? So, das weiß ich nicht. Sie kriegen aber einen Internet-Link, wo Sie das mitverfolgen können. Also live, okay, ja gut. Ja, das ist natürlich, Sie können das auch mitverfolgen, aber ich werde Sie sowieso am Finaltag nochmal anrufen und über die Lage nochmal kurz aufklären. Das klingt doch gut. Das klingt gut. Super. So, Herr, wie wird das denn ausgesprochen, Ihr Nachname? Herr oder Herr H? Herr.
Herr, Herr, Herr. Richtig. So, da Sie einen garantierten Gewinn von 400 Euro haben und zudem noch die Möglichkeit haben, eines der Hauptpreise noch dazu zu gewinnen, bekommen Sie von den Kostenträgern, also von Ihrem Sponsor, eine Zeitschrift für 13 Monate zum Preis von nur 12 Monaten. Der letzte Monat ist gratis. Als Kostenträger wurde für Sie die TV-Zeitschrift Hör zu vermerkt. Ja, er sagt extra die Hör zu, weil das der Verlag ist, dem Callcenter am meisten Provision gibt, wenn die eine Zeitschrift vermitteln. Deswegen die Hör zu. Soll es bei dieser bleiben oder möchten Sie lieber eine andere? Ich gucke gar keinen Fernseher. Das ist ja Ihr Kostenträger. Sie können sich gerne einen aussuchen. Was habt ihr da so im Angebot? So, mögen Sie Autos? Nein. Deswegen habe ich mal das Geld genommen. Was haben Sie denn für ein... So, ich habe die Kategorie TV, Frauen und Rätsel, Lifestyle, Yellow Press, Nachrichten, Finanzen, Wissenschaft, Auto und Motorrad, Sport und PC. Ja, PC hört sich gut an. PC, da habe ich Computerbild mit DVD. Habt ihr auch CD? DVD unterstützt mein PC nicht. Das, bei mir steht nur Computerbild mit DVD, da schaue ich mal kurz nach. Haben Sie einen kurzen Augenblick bitte? Ja, natürlich. So, was haben wir denn da? So. Da habe ich noch das PC-Magazin Super Premium XXL. Ist das auch so Premium? Was kann das denn? Was steht denn da so drin? Ich weiß das, ich kann Ihnen leider dazu keine Auskunft geben, das weiß ich selber nicht. Also kriege ich irgendwie eine Überraschungsbox, oder? So, ich frage mal nach. Sicher ist sicher. Ja, vielen Dank. So, jetzt flitzt er erstmal los und holt sich Informationen. Wie geil ist das denn? Was hat er gesagt? Premium XXL. Habe ich noch nie gehört. Computer Premium XXL, glaube ich. Oder was hat er gesagt? Computer Premium XXL. Das gibt's ja gar nicht. Doch, hier. PC-Magazin Super Premium XL. Herr? Ja, bitte? Hallo? Ja. Ich bin da, ich habe nachgefragt. Leider hat mein Vorgesetzter auch keine Ahnung, was das ist, da wir auch kein Verlagshaus sind. So, aber man meint, DVD sollte schon Ihr Computer unterstützen. Warum sollte das denn nicht unterstützen? Was können die CDs so? Die DVD ist ja so gesehen Filme, was Sie bekommen. Filme kannten Sie nicht, ne? Das Computerbild mit DVD, ich bekomme Computerbild, halt das Magazin, und DVD ist dazu mit Filmen. Da können Sie das, ein CD-Player spielt das schon ab. Also das geht wirklich. Also ich habe ja nämlich noch einen alten PC mit CD-Laufwerk. Das geht trotzdem. Das ist ein Laufwerk, dann geht das. Ja gut, dann glaube ich Ihnen es mal. Das ist ja, ist ja das Gleiche, wie wenn Sie bei einer Playstation eine DVD reintun. Das liest ja trotzdem. Ja gut, das ist natürlich... Du kannst ja keine Kassette in ein Laufwerk rein, das geht ja auch nicht, aber ist ja egal. Nee, Kassette nicht, so weit sind wir noch nicht hinten, wir sind schon ein bisschen weiter vor. Sehr gut. Und habt ihr auch die Grafikkarten alle drin und sowas alles, oder? Wie meinen Sie? So Grafikkarten oder was sieht man da so da drin, also irgendwie Grafikkarten oder Spiele oder irgendwie sowas? Bei der DVD, meinen Sie Computerbild mit DVD? Ja. Also die bekommen erstmal ein Computerbild-Magazin. Ja. Und da kommen halt die DVDs mit. Ah. Da sind halt so Filme mit dabei. Und was auch noch, ich weiß jetzt nicht, was sie alles da mitliefern. Nicht, dass halt so billige Filme drin sind, so irgendwie, weiß nicht, Titanic vielleicht? Ne, ich denke nicht. Ja, ja, egal. Ich meine, es ist noch ein bisschen noch... dann trage ich das für Sie ein. Ja, sehr schön. Ja, machen wir. Sind da drei, ich muss mich auf jeden Fall auch mal drauf natürlich schlau machen, ne, was das auch alles ist. Genau, eine Schulung, ja genau. Sind da drei DVDs drin, oder? Ne, nicht drei. Sie bekommen die Exemplare 26 Mal und 26 Magazine, 26 DVDs. Ah, okay, ja. Und das heißt Computerbild, oder was? Mit Computerbild PC? Das ist Computerbild mit DVD. Ah, okay, gut. Ja, nehmen wir die doch dann. Alles klar, die trage ich dann für Sie ein. Dürfen wir Ihren Namen in der Sponsorenzeitschrift als Gewinner veröffentlichen oder möchten Sie lieber anonym bleiben? Alles in der Computerbild. Bitte? Also in der Computerbild, oder? An sich, bei der Sponsorenzeitschrift. Ach so, die ist auch noch eine Zeitschrift. Ja, natürlich, warum nicht, ne?
Natürlich. So, möchten Sie anonym bleiben oder möchten Sie öffentlich gemacht Nee, werden? Sie könnten doch mal Künstlername Eistex75, wenn das geht. Eis 6, 5 und was? Eistex75. Eis 6. Ach Eis, so, das nee, steht doch hier Dex. 6. Dex. Dex. Eis 6. Genau. Was ist das für ein Künstlernamen denn? Das Was ist machen hier, Sie denn? das ist jetzt wegen Gaming, weil ich mache YouTube-Kanal, wo ich so Let's Plays hochlade von Spielen. Echt? Ja. Verfolge ich sogar. Das so gucke ich auch mal so. Was spielen Sie denn? So alles, so Fortnite. Okay, Fortnite ist ein bisschen ausgelutscht, aber CSGO, Minecraft und so. Und dann gibt es ja auch noch die Call of Duty jetzt neu. Ja, Call of Duty Warzone. Genau, Resident Evil zocke ich, New World, Hitman und alles, Sind Sie ja also wirklich richtig alles. unterwegs. GTA auch natürlich noch, die neuen Spiele ist ja jetzt hier rausgekommen. Wann kommt denn GTA 5 raus? Da haben Sie ein bisschen mehr Ahnung wie ich. GTA 5 ist ja schon 2013 raus, also. Sie meinen Nein, wohl nicht 5, 6, 6, 6, 6, oder 6, das weiß 6. keiner, das weiß keiner. Noch haben es da kein Was denken Sie Release-Datum. denn? Was denken Sie denn, wann das rauskommt? Jetzt haben die ja Kommt diese. nächstes Jahr irgendwann, ne? Ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, jetzt haben die ja diese Meinen Sie nicht? Definitive Edition rausgebracht, also GTA Vice City, San Andreas und 3 ist ja jetzt Hm. neu, Remastered oder wie es heißt, da raus. Ja, Remastered, Jetzt lassen die genau. sich eh erstmal Zeit, weil GTA 5 tut richtig Asche reinbringen für die. Ja, ich denke mal so Genau, das 4, denkst, das 4, wird 5 so. Jahre. Das dauert noch. Ne, so lange kann ich doch nicht warten, ey. Ja, du, das, ne? Die reiben sich die Und was Hände. können Sie empfehlen, was man heutzutage noch spielen kann? Also heutzutage kann man immer auch Dead by Daylight zum Beispiel zocken oder CSGO, geht immer. Ist ein Klassiker. Dann das. Ich habe auch die Left 4 Dead. Nicht Left 4 Dead, Last of Us. Last of Us, ja, genau, das ist ja für PlayStation exklusiv, also das kann ich leider nicht mitmachen, Genau. aber sehr schönes Spiel, 1 und Das 2, sehr schön, kann ich auch nur empfehlen. habe ich gesehen. Ich habe die ersten Teile sehr schön, fand ich sehr gut. Ja, Das der ist erste echt war schon. perfekt. Das war schon cool auf jeden Fall. Ja, der erste war perfekt, also da kann man nichts besser machen. Der war echt. Kann man nichts machen. Und der neue Teil von Hitman ist auch okay, oder? Hitman 3, oder was? Ja, ich meine, so Hitman ist doch schon relativ Mainstream. Ja, ich habe jetzt Hitman 2 vorletztens gezockt, ein bisschen. Ja, da machen wir auch nichts Das alte, verkehrt, ne? ne? Hitman 2. Ne, ist neu, ist neu. Das ist ja jetzt alles. Ah, das neue. Ich meine, was ist das? Also, Ah, Blood Blood-Teil war Money. das. Ich Blood habe ich das. Money. Blood Money. Das war Ja, cool. das ist total alt, aber. Aber Das das ist ja war das hier. beste Teil, finde ich, von ihm. Ja, da kann ich leider nichts zu sagen. Ich bin mit. Warte mal kurz. Ich bin mit Absolution angefangen. Das ist. Absolution, ja, das war Ja. das erste Teil. Das habe ich auch gespielt. Der war richtig gut. Absolution, dann Blood Money. Der war Dann richtig gut. kam, glaube ich, Hitman 3, glaube ich, war das. Oder irgendwie 1, was es auch war. Ja, genau. Er war mega cool. Das war auf jeden Fall. Das ist auch mega cool, Mann. Nee. Also, ich werde schon angeguckt die ganze Zeit. Ich rede mit ihnen einfach ums Brei einfach. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So. Natürlich, also das macht die Arbeit so mehr Spaß. Ja, natürlich. Hitman 3 kam mal 2021 jetzt raus, also dieses Jahr. Mal Ich gucken, habe wann ein paar Hitman 4 Videos kommt. gesehen, aber halt so diese ganze Strategie, was man da durchgeht, so ich sag, frag mich manchmal, ey, wie kommen die Leute da drauf, dass man das so und so machen kann? Ja, Ich mega gehe immer cool. volle Kanne drauf, kill alle. Ja, ist mega cool. Du hast irgendwie 30 Milliarden verschiedene Möglichkeiten, dein Ziel zu töten, also. Genau. Haben sie Und mega das, gut ich meine, gemacht. also, wie die Leute da drauf kommen, so einfach, ne? Das ist schon dermaßen. Ja, du zockst ein Level, weiß nicht, wahrscheinlich 10 Stunden. Also, Ja, also irgendwann ich hast du meine auch alles zum raus. Beispiel, kennst du Red Dead Redemption, kennen Sie das? Ja, natürlich. Also, ich kenn alles. Das ist auch relativ. Ich habe das neue Teil schon länger her, so ein Jahr her schon. Fand ich so geil. Ich hoffe, der dritte Teil wird geiler. Ja, die Story, die war einfach grandios, also von Red Dead 2. Ja, Das war wirklich cool. Der Online-Modus, der ist ja ein Fall für sich, denke ich mal eher, ne? Aber. Online spiele ich das gar nicht. Ich spiele auch kein GTA Online, das mag ich irgendwie nicht. Tja, das ist okay. Da fliegen alle jetzt mit Motorrädern rum und schießen sich mit Ja, Raketen das tot. ist echt. Also. Ich komme gerade auf die Map, so der eine ballert mich von da ab, der eine von da, so. Ja, Da habe genau. ich gar keinen Spaß daran. Aber diese GTA Repeat, haben Sie das irgendwann gehört? Oh, GTA Repeat, was ist das denn? Replay? Replay? Das ist so auch bei Get Replay, das ist so auch so. Sie müssen sich auf Steam und so runterladen, ne? Halt, das haben Sie ja bestimmt schon. So, das ist auf dem Computer spielen Sie das. Das ist so im Real Life. So, da sind wirklich auch jeder, so Polizist,
Krankenwagen, so alles Mögliche ist da. Ach, du meinst hier so ein Mod, also von der Community, ne? Genau, GTA genau, 5, genau. ja, jetzt weiß ich, okay. GTA Reap heißt das, das ist so geil, ne? Das müssen sie spielen. Reap sagt mir gar nichts, ich kenne das zwar. Also irgendwie, ich glaube, das heißt irgendwie Fire oder sowas, irgendwie 5M oder sowas, wie heißt das? Nein, nein. Ne, Reap heißt das, GTA RP. GTA RP, ja, das kann gut sein. Ja, Download, ja, jetzt sehe ich. GTA RP. RP, das ist so halt alles realistisch, ne? Also wenn sie Scheiße bauen, kommt so, sag mal, die Polizei jagt euch. Aber es sind alles nur Spiele, auch die es echt gibt. Ja, das stimmt wirklich, das ist mega cool. Da so Rollenspiele. Ja, genau, man ist dann irgendwie im Teamspeak und man kann auch reden mit so anderen Leuten, ne? Also, das ist ja, ja, genau, gut. Genau. Ja, das ist auch mega cool. Ich zocke immer ganz gerne das noch immer noch MTA. Das ist von GTA San Andreas. So, ja, das ist auch noch. Das so ist Multiplayer. Einfach oldschool. Das ist wirklich oldschool, genau. Aber stirbt langsam aus. Das ist gut. Ja, das ist ja, die Grafik hält es einfach nicht aus. Man ist ja was Besseres gewohnt und mit der Zeit bockt das ja nicht mehr. Ja, genau. Das ist irgendwie von 2004 oder was. Das. Ja, aber die RP, das geben sie. Die laden sich das runter, spielen sie das. Das ist relativ... Ja, ich kenne das von 5M. Gibt's auch. 5M ist auch so eine Applikation. Da kannst du auch Multiplayer zocken. GTA 5M. Ja, ich höre, gucken Sie sich mal ein paar Videos an von Farud Ben hieß er. Von GTA AP. Der ist so, der macht so geile Repeats, ne? Der ist so lustig. Farud Bang? Farud Bang. GTA AP, das ist auch so ein. Der macht jetzt Livestream, hier Farud Ben, so jetzt sehe ich, lustig. Ja, genau. Genau, der ist so herbe, ne? Aber der ist noch klein, aber der sieht cool aus. Ne, der ist klein, aber der ist ja auch mit so guten Leuten, auch so mit Mert, diesen einen Rapper. Mert, danach Halit, haben Sie bestimmt gehört? Halit? Ne, in der Rapper-Szene kenne ich leider nicht so aus. Ist nicht so. So Mert, danach Halit, dieser eine aus Schweiz, dieser Community-Typ, der auch im YouTube voll gut ist. So, mit denen spielt er das zusammen, so richtig lustig ist das. Ja, hier, Edith, der Breite heißt der, ne? Ja, Eddie ist der Breite, genau. Also geben Sie sich mal ein paar Videos, das ist echt nur zum Empfehlen. Ah, der zockt ja auch hier als Polizist, das ist voll geil. Das wechselt sich ja immer so, aber der ist ja so richtig, Farid Bang kennen Sie ja bestimmt. Ja, den kennen wir, das ist Klassiker. So, der spricht genau wie er. Geil. Das ist geil, geben Sie sich das, Sie werden sich doch freuen. Ja, mach ich. So. Herr, nochmal, so ich muss weitermachen. Ja. So, ich trage die Computerbild für Sie ein. Das wird Sie dann halbjährlich, nachdem Sie Ihre Gewinne bekommen haben, 79,95 kosten. Mhm. Die Gutscheine bekommen Sie in 10 bis 14 Tagen an Ihre Adresse zugesandt. Das ist Scharbeutz 23683 am Heck 11. Jo. Super. Wo möchten Sie denn Ihre Bargeldgewinne hinhaben? Mit welcher Bank arbeiten Sie denn zusammen? Na, das hat er ja auch geschickt gesagt. Mit welcher Bank tun Sie zusammenarbeiten und wo möchten Sie die Gewinne hinhaben? Natürlich ist das alles nur so ein Vorwand, damit man später die Kosten von der Zeitschrift abbuchen kann. Also, geschickt gemacht. Aha, ja, warte mal kurz. Muss ich holen eben kurz meine Bankkarte. So, ja, mal lassen Sie sich Zeit. Wir haben schon so viel geredet, da können wir ein bisschen warten. Ja, genau. Alles durch haben wir schon. Warte mal. Ah ja, hab's hier. DE 41. Ja. 2304. 2304. 0022. 0022. 0248. 0248. 9755. 9755. 33. So. Super, das ist die Commerzbank. Lübeck, ja. Super. Genau. So, ich danke Ihnen erstmal, dass Sie mir das anvertraut haben, aber Sie werden sich auf jeden Fall auch bei uns bedanken. Ich fasse ganz kurz doch mal für Sie zusammen. 400 Euro Barreise oder Energiegutschein bekommen Sie in 10 bis 14 Tagen zugesandt. Die Zeitschrift Hör zu haben wir für Sie rausgenommen, Computerbild mit DVD eingetragen, die erhalten Sie nur für ein Jahr, zahlen nur zweimal halbjährlich, nachdem Sie Ihre Gewinne erhalten haben, 79,95. Wann Sie beliefert werden und wann die Abbuchung erfolgen, wird Ihnen schriftlich natürlich mitgeteilt. Damit ich Ihren Gewinn zusenden darf, bekommen Sie gleich noch einen Anruf von der Post- und Kontrollabteilung, wo man meine Arbeit kontrollieren wird, ob ich Sie richtig beraten habe.
Sie werden dort eine Rückrufnummer erhalten für Fragen. Dann können Sie jederzeit anrufen, wenn Sie Fragen haben. Ihr Anschrift und Geburtsdatum werden noch einmal abgeglichen und Ihr Gewinn im Wert von mindestens 400 Euro wird Ihnen bestätigt. Bei den Bankdaten nur die letzten vier Zahlen Ihrer Kontonummer verraten. Das wäre die 5533. Und das Wichtigste, ob ich nett und höflich war, das müssen Sie natürlich auch noch bejahen. Ja, safe, auf jeden Fall. Lol. Ja, das ist echt cool von Ihnen. So, den Anruf bitte nicht verpassen, da wir Ihr Gewinn durch die Aufzeichnung nochmals bestätigen. Haben Sie denn noch Fragen, Herr? Nee, alles cool. Super, ich leite Sie jetzt weiter. In 3 bis 5 Minuten sollte der Kontrollanruf kommen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bleiben Sie immer noch so cool, wie Sie sind. Und viel Glück bei der Finale. Ja, perfekt, du auch. Danke. Hau rein. Auf Wiederhören. Ich hau dir einen rein, du alter Penner. Grüß Gott. Hallo, schön, dass du Susanne Becker hier Kontrollanruf, Firma Mediacon, hier. Ja. Super, Sie hatten eben telefoniert mit Herrn Kerber. Er ist hier Sachbearbeiter, hat mitgeteilt, dass die Finale in 2 Monaten stattfinden wird für die 10 großen Plätze. Sie erhalten in den nächsten 10 bis 14 Tagen Ihren 400-Euro-Gewinn, der Ihnen sicher zusteht, der durch Zufallsgenerator gezogen wird. Darüber hat man Sie informiert? Ja, genau. Mediacom, habt ihr irgendwie Coca-Cola oder wie? Was? Von wo rufen Sie an? Mediacom? Von der Firma Mediacon. Con oder Com? Con, C-O-N am Ende. Ah, jetzt war ich. Okay, alles klar, jetzt habe ich's. Herr, haben Sie eine Pflegestufe in der Familie? Nee. Okay. Sie erhalten mit Ihren Unterlagen noch als Geschenk einen Urlaubsgutschein, wird unabhängig von Ihrem Gewinn noch mit dabei sein, ja? Ja. Und zu Ihrer und unserer Sicherheit wird das Gespräch aufgezeichnet, damit sind Sie einverstanden. Korrekt. Heute haben den 4.12.2021 die letzten 4 Ziffern von meiner Rufnummer ist die 0432. Sie haben sich unterhalten mit Herrn Kerper und sich für die Zeitschrift Computerbild mit DVD entschieden. 13 Monate zum Preis von 12, das bedeutet 12 Monate kostenpflichtig, 1 Monat kostenfrei und eine zweimalige Buchung von 79,95 Euro. Ja? Ja. Sie werden nächsten 10 bis 14 Tagen verbindlich die Auftragsbestätigung zugesandt bekommen. Sie sind Herr Leon Herher am Heck 11 23683 Scharbeutz. Geburtsdatum, sagen Sie bitte. 14.03.1998. Für die halbjährliche Abbuchung haben Sie die Commerzbank angegeben. Bankleitzahl 230 422. Konto fängt am 024897. Letzte 4, sagen Sie. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Wo sind wir jetzt? Bei der 97, danach die letzten 4 von Ihnen. 5533. Jawohl, haben Sie Stift Papier? Könnten Sie bitte noch die Kunden-Hotline notieren? Ja, ich höre. Die 069. 069, ja. 204. 204, ja. 369. 369, ja. 280. 280, ja. Sie werden nächsten 10 bis 14 Tagen die Auftragsbestätigung zusätzlich einen Urlaubsgutschein als Geschenk erhalten. Das war's von meiner Seite aus. Einen angenehmen Tag, schönes Wochenende. Wiederhören. Ja, ich habe mal eine Frage noch. Ja, bitte. Ist das schlimm, dass mein Konto eine Pfändung hat und ich arbeitslos bin? Arbeitslos sind Sie und Sie haben eine Pfändung. Kann da nichts abgebucht werden? Nee. Aber warum sagen Sie es denn am Ende? Warum haben Sie es die ganze Zeit nicht gesagt? Oder beim Herrn Kerper nicht gesagt? Der Kollege hat einfach nur gefragt, ob ich hier Sozialhilfe bekomme, ja nicht? Wie, er hat nur gefragt, ob Sie Sozialhilfe bekommen. Was hat jetzt das damit zu tun? Ja, ob ich Hartz IV bekomme. Ja, warum hat er das gefragt? Ja, mehr hat er ja nicht gefragt, deswegen. Weil ich ganz verstutzt, dass das geht. Bekommen Sie Hartz IV, Herr? Nee, ich bin arbeitslos. Bekommen Sie kein Arbeitslosengeld? Ja, 2. Ja, das ist dann Hartz IV. Ach so, sagt mir ja keiner. Ja. Ach so, na. Also Sie sind, Sie leben in Deutschland, wissen nicht, was Arbeitslosengeld 2 ist. Ja, genau.
Ah, sehr schön. Okay. Ich bedanke mich, ich werde das Ganz rückgängig machen. Einen Besser angenehmen ist das, du Tag wünsche ich Betrüger. dir. Ja, tschüss, Wiederhören. Betrüger. Ja. Tschüss. Betrüger, ja, so kann man es auch sagen, Ja. Herr. Ja, schön, Tschüss. Betrüger. Ja, leider keine Zeitung Eben. angedreht. Leider keine Zeitung. Schade drum. Leider konnte ich keinen andrehen. So leid Scheide. es mir tut. Ja. Sehr schade, Sehr ja. schade. Sehr, sehr schade. Ja, Vielleicht. sehr, sehr Ja, schade. vielleicht beim Ja? nächsten. Vielleicht beim nächsten Mal, Herr Leon. Ja, auf Genau, Wiederhören. Machen ich Sie ruf es dann gut. nochmal an unter Fake-Daten. Tschüss. Tschüss. War das so lustig? Ja, das war lustig jetzt, die Betrüger mal zu verarschen. Oh. Ah, Sie haben mich verarscht. Ich hab dich verarscht, ja. Sehr schön. Aber der Kollege Sehr war nett. schön. Der Kollege war nett. Wir haben über Gaming gesprochen, ne? Alles war nett. Ja. Mhm. Machen Sie sich weiterhin so lustig, ja, Herr Ja. Leon? Auf Wiederhören. Ja, Tschüss. mach ich. Tschüss. Ach, das war geil, Vin.